Mach den Treue-Test mit uns. Wolltest du immer schon wissen, ob und wie man die Treue eines Partners testen kann? Dann haben wir heute ein paar gute Tipps für dich. Lass dich nicht auf irgendwelche Spielchen ein oder provoziere es regelrecht, ihn in Versuchung zu führen. Das ist unreif und kindisch. Damit wirst du in deiner Beziehung nur schaden, so viel steht fest. Wenn du aber zumindest ein Gefühl dafür bekommen möchtest, ob du es mit einem Exemplar der Spezies treu bis in den Tod zu tun hast oder mit einem windigen Playboy, der dich bei der erstbesten Gelegenheit mit der erstbesten Frau betrügen wird, mach unseren Treue-Test. Er besteht aus 9 cleveren Wegen, die du jederzeit ganz unauffällig und ohne dich zu blamieren beschreiten kannst. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Hör auf dein Bauchgefühl. Viele Frauen wollen es gar nicht wahrhaben und verschließen die Augen vor den Seitensprüngen ihrer Männer, solange es irgendwie geht. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht Bescheid wissen. Intuitiv merken wir, wenn sich unsere sogenannte bessere Hälfte anderweitig vergnügt und sich emotional von uns entfernt hat. Also hör auf dein Bauchgefühl und sei ehrlich zu dir. Das Leugnen verlängert nur dein Leid. Nummer 2. Wenn du die Zukunft erforschen willst, wirf einen Blick in die Vergangenheit. Menschen ändern sich nicht über Nacht. Vor allem bestimmte Verhaltensweisen, Glaubenssätze und Gewohnheiten gehen uns mit den Jahren einfach in Fleisch und Blut über. Das Treusein in Beziehungen ist eine Alles-oder-Nichts-Frage. Jemand ist entweder von Grund auf ehrlich und loyal oder er nutzt jede sich bietende Gelegenheit, um auszubrechen. War dein Partner früher schon untreu oder hat er seine Ex vielleicht sogar mit dir betrogen, kannst und solltest du hier ein Muster erkennen. Nummer 3. Sind deine Erfolge für ihn ein Grund zum Feiern? Ein Anhaltspunkt, der dich vielleicht überraschen wird in dieser Aufzählung, ist dieser. Wie gut oder schlecht kann dein Partner mit deinen Erfolgserlebnissen umgehen? Freut er sich aufrichtig mit dir? Oder spürst du, wie die Stimmung zwischen euch jedes Mal merklich abkühlt, wenn du Grund zur Freude hast? Hier geht es um das Gewinnen, darum, die Oberhand in einer Beziehung zu haben. Und nichts heilt gekränkten Männerstolz besser als die Bewunderung einer Frau. Nummer 4. Wie verhält er sich im Kreise seiner Freunde? Die natürliche Umgebung eines Mannes ist sein Freundeskreis. Seine Kumpels, Trainingspartner und Kollegen sind die Familie, die er sich ausgesucht hat. Sie nehmen ihn, wie er ist. Und Männerfreundschaften stehen nicht umsonst in dem Ruf, alles in den Schatten zu stellen. Gibt er sich im Kreise seiner Jungs also irgendwie anders, extrovertiert, in Flirtlaune oder gar offensiv, was andere Frauen betrifft, solltest du dir Sorgen machen. Nummer 5. Ist deine Welt auch seine Welt? Männer müssen nicht treu sein, sie können genauso gut von einer Frau zur nächsten ziehen und ihrem Eroberungsdrang freien Lauf lassen. Entscheiden sie sich aber für eine Beziehung oder eine Ehe, dann sagen sie auch Ja zu dieser einen Frau. Ab sofort sollte sich ihr Leben gemeinsam abspielen und dazu gehört auch, dass man sich in den anderen hineinversetzt. Hat dein Kerl aber trotz Beziehung immer noch keinen Schimmer, wer du eigentlich bist, solltest du dir mit ihm keine Liebe für die Ewigkeit ausmalen. Nummer 6. Wie gut kümmert er sich, wenn es dir schlecht geht? Glaubt man Paartherapeuten und Beziehungscoaches, ist das Fremdgehen vorwiegend dann interessant, wenn es schlecht läuft in der Beziehung. Achte daher darauf, wie präsent dein Partner ist, wenn du krank bist oder eine Krise hast. Ist er in Zeiten der Not an deiner Seite, kannst du dich glücklich schätzen. Weicht er dir jedoch aus und wartet lieber ab, bis du wieder makellos und guter Dinge bist, solltest du dir nicht allzu viel von dieser schönen Wetterliebe erwarten. Nummer 7. Kritisiert er dich? Wenn ja, wie respektvoll geht er dabei vor? Männer sind nicht immer durchschaubar wie Fensterglas.
Aber unbewusst sagen sie uns recht häufig, was eigentlich gerade Sache ist. Besonders Kritik schlägt hier zu Buche. Man kann sie nett und sachlich vorbringen. Oder man lässt sein Herz sprechen, was dann meistens nicht mehr sehr mitfühlend und gefühlvoll klingt, wenn er sich im Geiste bereits neu orientiert. Nummer 8. Beobachte ihn, wenn die Versuchung groß ist. Schaut dein Mann dir in die Augen, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid? Oder bewundert er hemmungslos andere Frauen? Blicke schweifen zu lassen ist an sich noch kein Verbrechen. Aber sie sind jener Teil unserer Körpersprache, der uns als erstes verrät. Was wir begehren, davon können wir einfach nicht lassen. Nicht einmal unseren Blick. Nummer 9. Ein treuer Mann macht dich zu seiner obersten Priorität. Nimmt sich dein Partner Zeit für dich oder bist du nur ein angenehmer Lückenbüßer, der freie Kapazitäten in seinem ansonsten randvollen Terminkalender ausfüllt? Welchen Stellenwert dir dein Mann in seinem Leben einräumt, sagt viel über seine Haltung aus. Eine Beziehung sollte ihm wichtig sein, nur dann bist du es auch. Unser heutiges Fazit: Vertrauen ist gut, testen ist besser. Natürlich solltest du im Idealfall keinerlei Zweifel an der Treue deines Partners haben. Aber wir wissen leider auch, dass die Versuchung dank Online-Dating und diversen Flirt-Apps allgegenwärtig ist. Aber auch im echten Leben schläft die Konkurrenz leider nicht. Wenn du nicht möchtest, dass du die Warnzeichen übersiehst und blindlings in eine Beziehung mit einem Mann tappst, der das Wort Treue nur vom Hörensagen kennt, dann beherzige unsere 9 Tipps. Beobachte ihn und schau dir ganz besonders sein Verhalten an. Wenn jemand bei dir bleiben möchte, dann ist er auch in schlechten Zeiten zur Stelle. Er verleiht dir VIP-Status in seinem Leben und nimmt Anteil an deinem. Das Fremdgehen und Betrügen beginnt übrigens schon im Kopf. Männer, die gedanklich schon auf Abwägen sind, ändern ihr Verhalten, sprechen anders mit ihren Partnern und neigen zu Geheimniskrämerei. Dein verlässlichster Verbündeter in der Frage, ob dein Liebster dir treu ist, ist und bleibt jedoch dein Bauchgefühl. Die Statistik sagt, 4 von 5 Frauen wissen, wann ihr Partner sie betrügt. Und anders als so mancher Mann lügt die Statistik bekanntlich nur selten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.